Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute starten wir eine Langstrecke mit dem VW ID.5 Pro Performance. Wir haben 100% aufgeladen, 471 Kilometer Reichweite und wir fahren heute 600 Kilometer, nämlich einmal zum Seed & Greet nach Hilden und zurück. Das sind so 620 Kilometer rund. Dann wollen wir mal sehen, wie sich der ID.5 auf der Autobahn schlägt bei 130 und ich teste heute auch die Software 3.2 Version. Hat sie Schwächen? Was kann sie? Ist sie performant genug? Wie ist die Ladeplanung? All das und noch viel mehr erfahrt ihr in diesem Video. Also wird spannend, unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. So, erster Test der Software. Wir müssen ja dahin navigieren. Also bei allen anderen Autos, die ich bisher ausprobiert habe, auch bei meinem Tesla oder anderen, Volvo zum Beispiel, da konnte man einfach sagen, navigiere zum Seed & Greet nach Hilden. Mal sehen, ob das hier auch funktioniert. Hallo ID, navigiere zum Seed & Greet Hilden. Also Hilden hat er schon mal. Die Frage ist, wo in Hilden? Kann man das irgendwo sehen? Ich meine, ich will ja nicht irgendwie nur so nach Hilden. Ich will ja zum Seed & Greet. Und es ist nicht in der Straße, wo das Seed & Greet ist. Ich glaube, ich muss die Straße eingeben, sonst erkennt er das nicht. Hallo ID. Navigiere zum Jägerhof Hilden. Es sind mehrere Suchergebnisse vorhanden. Bitte wählen Sie einen Eintrag aus der Liste aus. Interessant, zum Jägerhof Hilden, da will ich hin. Das sind angeblich 252 Kilometer von hier. Ich weiß aber ganz genau, dass das über 300 sind. Schon interessant. Zum Jägerhof. Los geht's. Jo, los geht's. 3 Stunden 20. Ich sag mal Start. Und jetzt müsst ihr ja die Ladeplanung machen. Eigentlich müssten wir gar nicht laden. Guck mal, jetzt sagt er 308 Kilometer. Das stimmt nämlich, sind genau 308 Kilometer. Und ja, so wie es aussieht, müssen wir nicht laden. Also kein Problem, wir können losfahren und wir kommen sogar durch. Klasse. Mal sehen, ob das bei dem Wetter auch stimmt. Denn wir haben es jetzt 5 Grad und es ist leicht am Nieseln. Und wir fahren natürlich Autobahn mindestens Tempo 130 und wo wir können natürlich auch schneller. Aber mehr als 160 geht ja eh nicht, weil der ID.5 da leider abgeregelt ist. So, wenn ich mir die Route jetzt anschaue, dann sehe ich, dass ich um 12.18 Uhr beim Jägerhof ankomme in Hilden, Seed & Greet. Und wenn ich da drauf drücke, dann steht hier, dass ich mit 34% da ankommen soll, nach 303 Kilometer jetzt noch. Also das glaube ich ja erst, wenn ich sehe. Ich würde mal sagen, ich komme mit höchstens 5% da an, aber das sehen wir dann. 34% wäre ja mega entspannt, aber naja, warten wir es mal ab. Ja, also wir sind jetzt schon bei 31% nach ungefähr 20 Kilometer, die wir da ankommen. Also es wird weiter sinken, denn der Verbrauch liegt im Moment bei 24,3. Wir fahren aber nur Tempo 120, das heißt, da geht noch ein bisschen mehr, wenn wir 130 fahren oder sogar noch schneller. Also die 5% Rest, mit denen wir ankommen, glaube ich, ist da eher realistisch. Was aber schön ist, der Travel Assist funktioniert einwandfrei. Also wenn es ja ein bisschen Nieselregen, ein bisschen Gischt hier wird gespritzt von den vorausfahrenden Autos, damit kommt er super klar und Spurwechsel funktioniert alles reibungslos. Das macht Spaß so zu fahren und ist auch sehr entspannt. Auch die Informationen hier im Navi für die Route finde ich sehr gut. Also man kann hier auch Wetterinformationen bekommen, man kann hier Restaurants oder irgendwelche Raststätten bekommen. Das ist alles einwandfrei und funktioniert auch mehr oder weniger flüssig, wenn auch immer so eine kleine Gedenkmillisekunde dabei ist. Also so die letzte Zehntelsekunde. Die hat er dann immer nicht und da hat man immer so ein bisschen das Gefühl, es könnte ein bisschen zügiger gehen. Und was natürlich einwandfrei funktioniert, das ist die Schildererkennung mit der automatischen Tempoabsenkung. Gerade wenn ich den Travel Assist anhabe. Gerade war eine Schilderbrücke, Tempo 80. Er hat die 80 erkannt und senkt automatisch die Geschwindigkeit bei aktiviertem Travel Assist auf 80 runter. Und wenn die 80 aufgehoben ist, dann erhöht er sie wieder auf 120. Also ganz automatisch, ohne dass man irgendwas bestätigen muss. Das geht alles von ganz alleine. Das ist im Prinzip was, so wie man sich das wünscht. So müsste es überall sein. Kann auch nicht jedes Auto, aber hier beim VW, beim ID.5, da klappt das wirklich einwandfrei. Hier, da kommt wieder eine 100. Schilderbrücke voraus.
Momentan sind wir noch bei 80. Er hält sich aber wirklich auf den Kilometer dran. Alle überholen mich. So, jetzt ist die 100 vorbei. 100 hat er erkannt. Er erhöht die Geschwindigkeit von alleine auf 100. Tja, also perfekter geht es eigentlich gar nicht. Es ist aber so, dass der Lane Assist hier jetzt gerade auf der linken Spur doch verdammt weit links fährt. Also er klebt quasi an der durchgezogenen linken Linie, anstatt dass er mittig auf der Spur fährt. Das ist wirklich nicht schön. Also auch bei so ein bisschen Seitenwind merkt man voll, dass er ins Schlingern gerät. Also so richtig stoisch wie auf Schienen bei dem Tesla ist dieser Spurhalteassistent überhaupt nicht. Er funktioniert sonst an sich ganz gut, aber im Detail hat er absolut noch Schwächen, finde ich. Ja, und das ist ja die Pro-Performance-Variante mit dem großen Akku, also 82 Kilowattstunden brutto, 77 davon nutzbar. Im Moment nach 40 Kilometer liegen wir noch bei 24,4 im Durchschnitt. Wir fahren im Moment 120, aber 130, wo es geht. Geht aber nicht immer, weil vor mir auch Autos fahren, die weniger als 130 fahren. Aber gut, wir werden sehen, wie es sich dann nachher entwickelt. Ich denke, der Verbrauch wird sich dann so bei 24 einpendeln. Und ja, Wetter ist halt, wie gesagt, nicht so schön. Wir haben so einen leichten Nieselregen, bisschen windig von der Seite und es sind jetzt 6 Grad, also Temperatur ist okay. Und Fahrkomfort ist wirklich sehr angenehm. Fahrwerk, Geräuschkulisse hier und die Sitze sind auch okay. Ich finde sie allerdings ein bisschen hart. Ja. So im Vergleich zu unserem Tesla, wo sie eigentlich eher zu weich sind. Aber sowas dazwischen fände ich irgendwie die goldene Mitte. Im Volvo haben sie mir gut gefallen, im XC40 oder C40, da fand ich die Sitze optimal. Hier Spur zu straff, finde ich. Nach 65 Kilometer habe ich 20% verbraucht. Ich bin jetzt bei 80%. Also 65 Kilometer, 20% mal 5, 325 Kilometer. Reichweite bei Tempo 130 und diesem beschissenen Wetter. Wir haben es nämlich jetzt echt ein bisschen regnerisch. Immer wieder Schauer. Das ist natürlich auch nervig zum Fahren. Aber zum Glück ist die Autobahn frei und die 130, sogar 135 schaffen wir ohne Probleme. Schneller will ich jetzt nicht fahren, damit der Verbrauch nicht zu hoch wird. Soll ja auch eine entspannte Reise werden. Ja, und jetzt schon nach 76 Kilometer, da meckert das Navi, dass der aktuelle Energieverbrauch zu hoch ist, um das Ziel zu erreichen. Und er würde jetzt noch einen Ladestopp einplanen. Ich meine, wir sind jetzt 77 Kilometer unterwegs und haben 25,3 im Durchschnitt. Klar, Wetter ist jetzt richtig beschissen geworden, aber ich bin halt 135 gefahren. Ich meine, das muss auch drin sitzen. 135 fahren auf der Autobahn und dann 300 Kilometer weit kommen mit einem 77 Kilowattstunden Akku. Also mit dem Model Y ist das gar kein Problem. Da kann ich auch 140 fahren und komme da sicher an in Hilden. Da bin ich mal gespannt, was zeigt er jetzt an? Wie viel Prozent würden wir haben? Es ist schon gelb. Warte mal. 16. Naja, 16%. Damit erreichen wir das Ziel doch noch. Ich weiß nicht, was er hat. Na gut, ich senke die Geschwindigkeit jetzt auf 130. Aber langsamer fahre ich jetzt nicht, aus Prinzip. Leute, jetzt wird's richtig lustig. Der ID.5 hat hier gerade einen notwendigen Ladestopp hinzugefügt, weil er meint, wir schaffen es nicht bis nach Hilden. Wir haben noch 59% und 219 Kilometer Rest. Es sind aber nur noch 176 Kilometer. Also eigentlich haben wir noch fast 50 Kilometer Puffer. Ja, und das Witzige ist, den Ladestopp, den der ID.5 hinzugefügt hat, der ist in Hilden beim Seat & Greet zum Jägerhof. Fastnet, da hat er einen Ladestopp hinzugefügt. Ja, hat er das nicht kapiert? Da wollen wir doch hin. Das ist doch unser Ziel. Irgendwie kapiere ich es jetzt nicht so ganz. So, wir sind 200 Kilometer unterwegs und haben noch 36% Rest. 105 Kilometer sind es noch und er hat vorhin schon gewarnt, wir schaffen es vielleicht nicht bis zum Ziel. Obwohl er mir jetzt hier sagt, bis Fastnet zum Jägerhof 5%. Also eigentlich schaffen wir das locker mit 5% Rest, so wie ich eigentlich auch schon prognostiziert habe.
Aber er zeigt mir hier auf dem Navi quasi diese Strecken, den Streckenverlauf so an, dass er den grünen Strich nicht bis zum ersten Ladepunkt durchzieht, sondern mit einer gepunkteten Linie darstellt. Das bedeutet im Prinzip, er weiß nicht so genau, ob wir ankommen. Also da ist er offensichtlich unsicher. Wir haben aber noch 125 Kilometer Restreichweite. Das heißt, wir haben über 20 Kilometer Puffer. Ja, sollte eigentlich locker reichen. So, wir haben jetzt genau die 300 Kilometer geknackt. Durchschnittsverbrauch ist jetzt 22,3. Das ist gar nicht mal so hoch, aber ich konnte auch die letzten 100 Kilometer wirklich nicht mehr so schnell fahren. Waren einfach zu viele Baustellen. Da war immer 80 angesagt, manchmal sogar 60. Aber wir haben noch 25 Kilometer Rest und in 7 Kilometern sind wir da. Also gar kein Problem am Ende. 6% ist noch im Akku. Kurze Unterbrechung, geht gleich weiter. Wenn ihr euch jetzt für ein E-Auto interessiert, dann wäre doch vielleicht ein E-Auto-Abo was für euch. Dann schaut auch mal bei InstaDrive vorbei, denn die bieten euch E-Autos im Abo. Einfach Auto aussuchen, konfigurieren und im Abo bestellen. Und wenn ihr das über meinen Empfehlungslink macht, bekommt ihr sogar noch 5000 Freikilometer geschenkt. Ja, wir sind jetzt angekommen, tatsächlich mit noch 6% Reichweite. Ich hatte ja am Anfang prognostiziert, dass wir es mit 5% schaffen. Hätte ich ein bisschen mehr Gas gegeben zum Schluss, dann wäre es auch so gewesen. Wir hätten auch auf Null runterfahren können. So ist ja nicht. Ist ja alles eine Frage der Geschwindigkeit. Wir haben jetzt, wie gesagt, 28 Kilometer Rest, 6% im Akku und die Daten, wie sahen die Verbrauchsdaten aus? Am Ende tatsächlich 21,8 Kilowattstunden auf 307 Kilometer. Das ist natürlich sensationell wenig, aber wie gesagt, die letzten 100 Kilometer war einfach die Durchschnittsgeschwindigkeit zu gering. Insgesamt waren es 93 Kilometer Durchschnittsgeschwindigkeit. Wir hatten aber tatsächlich den Tempomaten immer auf 130 stehen, konnten es aber nicht immer fahren. Es gab zu viele Baustellen, ab und zu war der Verkehr auch sehr dicht. Und Wetter war wie gesagt schlecht, es waren 6 Grad, es hat sehr oft geregnet. Aber dafür ist dieser Wert echt richtig gut. Allerdings diese 21,8 mal 3, das müssten ja irgendwie 66 Kilowattstunden sein. Aber eigentlich haben wir hier 77 drin im Akku und dafür nur noch 6% Rest. Das passt nicht so ganz zusammen, sodass dieser Verbrauch hier mit Sicherheit in Wirklichkeit viel höher war. Nur er wird hier halt ein bisschen niedriger angezeigt. Ja, nichtsdestotrotz, jetzt werden wir ein bisschen socializen hier. Seed and Greed ist ja immer geil mit der Community und erstmal was essen. Und ja, dann sehen wir uns bestimmt gleich wieder. Übrigens nochmal danke an die Firma Maingau Energie, die mir diese Probefahrten immer sponsert. Vielen Dank, Maingau. So, eigentlich sollte der ID.5 135 kW ziehen. Ich meine, der Akku sollte jetzt wirklich warm sein, aber es sind nur 113. Schön war es hier in Hilden. Wir haben natürlich lecker gegessen, lecker Pizza, lecker Kaffee getrunken, viele tolle Gespräche geführt und super Autos angeguckt, habt ihr ja auch gesehen. Ja, und jetzt ist leider Zeit zu gehen. Wir müssen nach Hause. Da haben wir wieder 300 Kilometer vor uns. Akku ist wieder auf 100%. Das Problem ist, die Toiletten hier beim Seed and Greed waren leider kaputt. Und nach 3 Kaffee und einem Wasser fürchte ich, wir müssen sehr schnell anhalten und mal auf Toilette. Bedeutet für mich, steht er, dann lädt er. Dann fahre ich natürlich jetzt, was die Kiste hergibt und suche mir dann irgendwie eine Ladestation aus, wo ich dann mal zwischenlade, weil ich muss ja eh anhalten. Und da gehen wir dann auf Toilette. Also jetzt ist er nicht 130 angesagt, sondern Vollgas. Also für den ID.5 heißt das laut Tacho 164 so rund. Zumindest da, wo es geht. Ich weiß ja jetzt, die ersten paar Kilometer haben wir hier ohne Ende Baustellen auf der Hinfahrt gehabt. Das wird auf der Rückfahrt nicht anders sein. Da können wir nur 80, 90 fahren. Aber dann! Und hier ist alles voller Holländer. Ein Tesla nach dem anderen. Also 40 Stalls, fast alle voll gewesen. Unglaublich. Nice.
Noch ein paar Worte zum Navigationssystem hier. Ne? Ich meine, wir fahren jetzt auf der Autobahn, haben eine Route eingegeben und ich sehe hier nur Einfahrtverbotsschilder, die überhaupt nichts mit meiner Route zu tun haben. In Dortmund, in Hattingen, in Bochum, in Gelsenkirchen, überall Einfahrtverbotenschilder. Ich meine, klar, da ist irgendwas, wo man nicht reinfahren darf oder irgendwas gesperrt ist, aber das ist überhaupt nicht entlang meiner Route. Warum interessiert mich das jetzt in diesem Zustand? Das verwirrt nur. Ich sehe hier nur rot. Also das ist doch total eine bescheuerte Navi-Ansicht. Warum programmiert man sowas? So, wir haben Stoff gegeben und wir würden es jetzt genau gerade nicht bis nach Bremen zurückschaffen. Deswegen haben wir noch kurz in Neunkirchenförden hier bei Aral Puls einen Ladestopp eingelegt. Das dauert jetzt 10 Minuten, da laden wir ein paar Prozent nach. Wir bekommen aber nur 92 kW, also die 135 kW, die der ID.5 hier schaffen soll. Die habe ich heute nicht gesehen, weder in Hilden jetzt noch hier am Aral Pulslader, obwohl wir wirklich quasi, wo es gegen Vollgas gefahren sind. Er hat aber gar nicht so viel verbraucht. Wir liegen irgendwie bei 23, irgendwas. Moment, ich gucke mal eben kurz. 23,2 auf der Rücktour jetzt, inklusive Hintour. Das lag wohl daran, dass wir keinen Regen hatten und wahrscheinlich ein bisschen Rückenwind. Und schon verbraucht er viel weniger. Ist wirklich interessant. Aber Vollgas ist natürlich Vollgas und wir hätten es halt gerade nicht geschafft und dann hätte ich wieder langsam fahren müssen. Ladestopp mehr notwendig. Oh, danke. Er sagt mir. Ja, ist gut. Dankeschön. Ja, das Navi ist immer sehr freundlich, sagt aber auch manchmal ganz verwirrende Dinge. Zum Beispiel habe ich jetzt hier quasi diesen Lader als Ziel angegeben und wir hatten noch, glaube ich, 32% Rest und er sagte mir, dass ein Ladestopp nötig ist, um das Ziel zu erreichen. Hallo? Das versteht man einfach nicht. Solche Sachen, finde ich, die müsste man echt noch mal ein bisschen ausmerzen hier beim Navi. Was auch schön ist hier in Neunkirchenförden beim Aral Pulslader, sehe ich, dass da noch zwei Stalls dazukommen. Also wir haben jetzt ja zwei Pulslader A 300 kW, also vier Ladeanschlüsse. Und vier Ladeanschlüsse kommen da jetzt nochmal dazu, weil sie wohl gemerkt haben bei Aral, dass hier immer mehr Leute laden wollen. Und hier gibt es dann im Sommer oder am Wochenende teilweise richtig Ladestau. Ja, so muss das. Und da hinten, da ist auch noch genug Platz, um das nochmal zu verdoppeln. Also ich würde sagen, in den nächsten paar Jahren, da wird das hier auch nochmal verdoppelt. Und irgendwann werden wir wahrscheinlich umziehen unter das Dach, da wo jetzt die Benzin- und Dieselzapfsäulen sind. Wenn das hier immer mehr wird mit der E-Mobilität, ist das einfach nur eine logische Folge. So, wir sind wieder angekommen, alles ohne Probleme. Wir sind insgesamt 622 Kilometer gefahren und hatten einen Durchschnittsverbrauch insgesamt auf der Strecke von sage und schreibe 23,5 Kilowattstunden. Und das ist bei so einem Wetter mit viel Regen und vor allem auch kühlen Temperaturen, 6 Grad etwa, und vor allem auf der Rückfahrt sehr viele Vollgasstrecken mit 162, also was die Kiste hierher gibt. Dafür ist das echt ein sehr, sehr guter Wert und man kann wirklich sagen, der ID.5 ist ein langstreckentaugliches Auto, auch ein sehr, sehr gutes Reiseauto. Also mir hat es sehr gut gefallen, es war eine sehr entspannte Fahrt hin und zurück und ich kann das quasi auch für längere Strecken dieses Auto einfach nur empfehlen. Ja, die Software 3.2 ist ein sehr, sehr großer Fortschritt, wenn sie auch noch so ein paar Krankheiten hat, finde ich. Also die Geschwindigkeit der Software ist deutlich besser geworden, wenn auch noch nicht wirklich sehr, sehr flüssig. Unter Echtzeit, also von Echtzeit ist es noch sehr weit entfernt. Aber man kann damit arbeiten, das fühlt sich jetzt nicht schlecht an. Manchmal denkt man immer, echt, komm, jetzt komm noch ein bisschen in die Gänge, warum geht das nicht ein bisschen schneller? Manche Funktionen jedoch, wenn man da mal drauf drückt auf Laden oder so, dann wartet man und weiß nicht, was passiert hier. Ihr seht es, ich warte immer noch. Jetzt ist der Ladescreen da. Und das kommt immer wieder vor, dass bestimmte Screens irgendwie ewig dauern, bis sie laden. Das wäre noch was, was man dringend noch verbessern müsste. Auch die Ladeplanung an sich funktioniert sie ziemlich perfekt. Aber die Ansagen oder die Hinweise im Navi sind manchmal ein bisschen verwirrend. Also, dass man zum Beispiel am Ziel noch laden muss, um das Ziel zu erreichen, ist ein bisschen komisch. Auch manchmal irgendwelche Hinweise, dass die Geschwindigkeit zu hoch ist und man das Ziel nicht erreicht, obwohl man eigentlich noch mit 16% ankommt. Laut Navi
hatten wir halt auch auf der Hinfahrt, ist auch ein bisschen merkwürdig. Man muss natürlich aufpassen, was man im Navi eingestellt hat. Da gibt es ja nun wirklich sehr, sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Zum Beispiel mit wie viel Prozent man an einer Ladesäule ankommen soll. Also mindestens, also zum Beispiel 10% mindestens muss man ankommen oder auch am Ziel. Dann ist natürlich klar, wenn man sagt, man möchte mit 20% am Ziel ankommen, dann sagt das Navi einem kurz vorm Ziel, dass man nochmal laden muss, auch wenn man noch genügend Puffer hat, weil man eben sonst nicht mit 20% ankommt, sondern vielleicht nur mit 15. Da muss man sich natürlich nicht wundern. Ja, wenn ich jetzt mal aufzählen sollte, was mir wirklich gut an diesem Auto gefällt, dann hätte ich folgende Punkte für euch. Da ist zum einen natürlich der Fahrkomfort. Also das Fahrwerk finde ich wunderbar. Es gefällt mir ausgezeichnet. Genauso wünsche ich mir das. Es ist nicht zu weich, nicht zu hart, super abgestimmt. Und vor allem auch dadurch, dass die Geräuschkulisse hier so leise ist, hat man ein unglaublich angenehmes Fahrverhalten. Das ist ein sehr großer Pluspunkt hier im ID.5. Und da hat VW wirklich alles super hingekriegt und einen Top-Job gemacht. Sehr gut ist auch die Reichweite. Ich meine, wir sind 325 Kilometer gekommen mit einer Akkuladung. Das im Winter und bei Regen. Das ist nicht selbstverständlich. Da gibt es auch Autos, die verbrauchen viel, viel mehr. Ja, es gibt auch Autos, die verbrauchen noch ein bisschen weniger. Aber der CW-Wert hier ist natürlich auch nicht optimal. Was haben wir hier? Ich glaube 0,28 oder so war es. Ja, was ich auch noch gut finde, ist die gesamte Ablesbarkeit des Infotainment-Systems. Die Schriftgrößen, die Kontraste. Das ist alles so, dass es für mich als Lesebrillenträger super zu lesen ist. Gerade auch vom Fahrersitz aus. Zum Beispiel bei unserem Model Y, da ist es überhaupt nicht der Fall. Der Bildschirm ist viel, viel größer. Ich würde mal sagen, so dreimal so groß wie das hier. Trotzdem kann ich dort die Schrift nicht lesen, weil die Schrift dort extrem klein ist. Es ist sehr viel Information auf engem Raum zusammengepackt. Die Kontraste sind sehr schlecht. Es ist so ein dunkles Grau auf weißem Hintergrund und dazu die kleine Schrift. Auch die Navikarten beim Model Y zum Beispiel, wenn man nicht die Satellitenansicht anhat, das ist so grau in grau, sehr schlechte Kontraste. Und das ist für einen Lesebrillenträger wie mich einfach vom Fahrersitz nicht mehr richtig zu lesen. Da muss ich mich total anstrengen. Raumangebot ist top, man kann hier wirklich gut sitzen, man kann hier super mit 4 Personen locker reisen, vielleicht auch mit 5. Das geht also und jetzt kommen wir vielleicht schon langsam zu den Kritikpunkten. Mir persönlich sind die Sitze ein bisschen zu hart, wenn sie auch sehr viele Einstellungsmöglichkeiten haben, sogar hier eine Massagefunktion. Wunderbar, richtig geil. Aber irgendwie für meinen Rücken ist es ein bisschen zu straff und zu hart. Auch Nasilla hat es gesagt, dass ihr das nicht so gut gefallen hat, ist aber natürlich auch ein bisschen Geschmackssache. Ja, weiterer negativer Punkt, und das ist wirklich ein großer Minuspunkt, finde ich, die Ladeleistung. Also die Ladeleistung hier mit 135 kW, so wie sie sein sollte, haben wir überhaupt nie erreicht. Also trotz Langstrecke über 300 Kilometer gefahren, hat er am Ende in Hilden nur mit 113 kW geladen. Und auf der Rücktour, wo wir wirklich Vollgas gefahren sind, also fast 150 Kilometer Vollgas, zumindest da, wo es ging und wo es erlaubt ist, da hat er am Aral Pulslader irgendwie 93 kW in der Spitze gehabt. Und das ist dann für so eine Langstrecke eigentlich ziemlicher Schnitzer. Also er sollte zumindest die 135 kW erreichen. Die sind ja nun auch nicht top. Da gibt es ja nun Autos, die können locker das Doppelte laden. Also da muss VW, glaube ich, was das angeht, noch ein bisschen nachlegen. Ich meine, wir sind ja jetzt schon teilweise bei 170 kW bei einigen Modellen, aber hier ist es einfach noch richtig schlecht und die Akkuvorkonditionierung scheint momentan immer noch nicht richtig zu funktionieren. Da muss unbedingt noch was gemacht werden. Ja, und obwohl es die neueste Software ist, ist mir das Ding doch vorhin tatsächlich noch einmal abgestürzt. Es ist einfach schwarz geworden. Hier das Tacho-Display hat sich irgendwie invertiert. Und das hat dann 30 Sekunden gedauert und das ganze System hat sich dann irgendwann neu gestartet. Ja, aus heiterem Himmel, keine Ahnung warum. Also das passiert leider immer noch. Beim ID.Buzz ist es mir auch mitten während der Fahrt passiert. Also scheinbar muss man sich jetzt bei VW noch damit abfinden. Und ein weiterer großer Nachteil, den ich euch nicht verschweigen möchte, ist leider Gottes der Preis. Dieses Auto, was ich hier fahre, ist super gut ausgestattet. ID.5 Pro Performance, Glasdach, Travel Assist, alles was man so haben kann und kostet in dieser Ausstattung sage und schreibe 63.500 Euro. Ja, und das ist einfach eine Menge Holz. Da gibt es einfach Konkurrenzautos, die mit der gleichen Ausstattung deutlich günstiger sind, größere Reichweite haben, größeres Kofferraumvolumen haben, mehr Stauraum und. Vielleicht ist die Verarbeitung hier ein bisschen besser oder so, aber das ist auch so ein bisschen Ansichtssache. Also der Preis ist einfach zu hoch für dieses Auto.
Ja, und nun ist es halt an euch, euch selber eine Meinung zu bilden. Was haltet ihr vom ID.5? Ich habe ihn jetzt 2 Wochen gefahren. Ich war doch sehr zufrieden mit dem Auto, alles in allem. Er hat natürlich Kritikpunkte, die habe ich euch ja vorhin aufgezählt. Aber das Fahren hier hat mir extrem viel Spaß gemacht, vor allem eben auch der Fahrkomfort. Das ist was, was sehr viele Sachen, die einen vielleicht stören, dann wieder aufwiegt, weil man hier einfach super gut sitzt und fährt und das macht einfach Spaß und ist mega entspannt. Wenn ihr es könnt, dann solltet ihr den ID.5 also selber mal Probe fahren und euch eine Meinung bilden. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne meinen Kanal. Ihr wisst ja, YouTube-Abos sind immer kostenlos, aber niemals umsonst. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.